Hier geht es um Mitarbeiter, aber eigentlich nicht um die Mitarbeiter, sondern um Kompetenzarten. Kompetenzarten von oder bei Mitarbeitern. Welche Kompetenzarten gibt es bei Mitarbeitern? Und da kommen immer vier, also Strukturzahl ist vier. Und die Reihenfolge, die ich jetzt hier nenne, ist keine Wertung. Da kommt die Sozialkompetenz mit vielen Unterpunkten. Ja, Sozialkompetenz ist der Umgang mit anderen, mit Mitarbeitern, mit Kollegen und Vorgesetzten. Kritikfähigkeit, aktive und passive, also sich kritisieren lassen können und andere fachgerecht, also ohne ihn persönlich anzugreifen, kritisieren zu können, klar und eindeutig zu kommunizieren, das ist alles Sozialkompetenz. Dann kommt die Methodenkompetenz. Ich denke hier überwiegend an Büroarbeit, wenn ich von Mitarbeitern hier spreche, und da meint Methodenkompetenz, meint Methoden der Arbeitsorganisation und des Zeitmanagements. Dann die Handlungskompetenz. Die Handlungskompetenz ist die Fähigkeit, ein Konzept, was zunächst mal ja in gewisser Weise abstrakt ist, in konkrete Aktionen umzusetzen. Das ist Handlungskompetenz. Und dann haben wir die Fachkompetenz. Ja, diese Reihenfolge hier ist keine Wertung. Fachkompetenz, das ist die Fähigkeit und das Wissen, das man braucht und auch die Fähigkeit, das Wissen umzusetzen auf den konkreten Arbeitsplatz. Also zum Beispiel ein Personalsachbearbeiter braucht gewisse Kenntnisse, zum Beispiel aus dem Datenschutz, Datenschutzrecht, Bundesdatenschutzgesetz und auch aus dem Arbeitsrecht. Und wenn er diese Kenntnisse hat, dann hat er die entsprechende Fachkompetenz für diesen Arbeitsplatz. Ja, das sind die wesentlichen Kompetenzarten, die an dieser Stelle immer genannt werden. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.